Nee. So. Erstens. Befestigung von Dingen an Bäumen mit Nägeln oder Schrauben. No-go oder stört so etwas den Baum nicht? Falls okay, Nägel oder Schrauben aus Eisen, Stahl oder besser Alu. Stichwort Sägewerk. Ich selbst habe das nicht vor. Mir geht es um das Wissen darüber. Ach so, ja. Habe ich ja schon gesagt, wenn der Nagel erstmal ganz in den Baum eingewachsen ist, ist es egal, woraus die bestehen sollten. Nicht Eisen. Eisen kann rosten, das oxidiert dann den ganzen Baum. Stahl ist am besten. Alu ist ja bekanntlich auch nicht unbedingt grundsätzlich eher ungesund. Sollte auch nicht so in den Waldboden geraten. Ist zwar unwahrscheinlich, dass ich ein wirklich Aluminium-Metallstück großartig abbaut, aber irgendwann dann halt eben doch. Also wenn man das jetzt nur mal schnell irgendwo mal längere Zeit liegen hat, ist das jetzt nicht so schlimm. Es ist ja auch wahnsinnig umstritten, ob sich bei Aluminiumgeschirr jetzt wirklich was ablösen kann und dann in den Organismus gelangen kann oder nicht. Keiner weiß das so genau, ich im Übrigen auch nicht. Man sollte vielleicht insgesamt einfach im Zweifel besser vorsichtig sein mit sowas. Gibt es Alunägel zum Sachen am Baum befestigen? Ja, wahrscheinlich schon. Also zumindest so kleinere Sächelchen, das müsste ja gehen. Also im Idealfall irgendwie mit einem Stück Schnur festbinden, mit einem Draht dranbinden, Draht dann regelmäßig abmachen, bevor er einwächst und dann oder einfach ein bisschen weitermachen den Draht. Es gibt übrigens auch mitwachsende Befestigungen, die da so eine Feder dran haben und sich dann weiter ausdehnen, wenn der entsprechende Baum größer wird. 2. Kienspan ernten. Kienspan erntet man ja vorwiegend von Kiefern. Welche anderen Nadelbäume sind dafür noch geeignet? Praktisch, nicht theoretisch. Wie wäre es mit einem Kienspan-Jagd-Video vom Fachmann? Ich habe mich so sehr noch gar nicht mit der Kienspan-Gewinnung auseinandergesetzt, weshalb praktisch, nicht theoretisch, gar nicht so einfach ist. Ich habe schon mal ein bisschen was gefunden, aber da bin ich mehr oder weniger direkt drüber gestolpert. Neben Kiefer noch Fichte ist das zweitbeste nach dem, was man so hört. Und ich könnte mir vorstellen, dass das Douglasie auch funktionieren sollte. Wüsste nicht, was dagegen spräche. Aber mit Douglasie haben wir wahrscheinlich noch zu wenig Erfahrung, weil nicht so viele halbverrottete Douglasienstümpfe in der Gegend rumstehen. Da müsste man halt an so einem Ort erstmal einen Bushcrafter haben, der da rumläuft. So viele gibt es der davon nun auch wieder nicht. Und dann müsste der noch registrieren, dass er jetzt gerade hier eine gute Gelegenheit hätte, mal rauszufinden, inwiefern sich Douglasie als Kienspan eignet. Irgendwann mache ich auch mal ein auf Kienspan-Jagd-Video und jetzt hat es mir hier gerade hochgescrollt und jetzt muss ich alles wieder runterscrollen. Och Mann, das Leben ist hart. Da sind wir wieder. Wenn ein Baum gefällt wird, welche Bäume können aus dem verbleibenden Strumpf wieder austreiben und welche nicht? Gut austreiben kann Eiche, Hainbuche, Erle, Weide, Hasel, das ist zwar ein Strauch, aber das sind so ein paar. Gar nicht gut kann zum Beispiel jetzt die Buche. Was noch? Nadelbäume. Nadelbäume sind da miserabel, das geht gar nicht bis kaum. Kommt hin und wieder tatsächlich auch nochmal vor, aber ganz, 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 ganz selten. So. Laut niedersächsischen Landeswaldgesetz darf man dort im Wald von November bis Februar Feuer machen. Hättest du auch mal erwähnt und dazu gesagt, dass es in allen anderen Bundesländern verboten sei. Im Landeswaldgesetz von Schleswig-Holstein habe ich allerdings gar kein Verbot von Feuer entdecken können. Dort steht nur, die oberste Forstmeisterin Auf gut Deutsch, er will wissen, ob man in Schleswig-Holstein Feuer machen darf im Wald, wenn es nicht irgendwie auf anderen Schildern und so weiter und so fort verboten ist. Ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen, weil die haben nicht viel Wald und das, was sie an Wald haben, ist oft, nicht immer, aber oft waldbrandtechnisch schon so ein bisschen diffizil zu betrachten. Krass, wusste ich nicht. Also ist mir jetzt nie aufgefallen, dass da wirklich nur drin steht, das regeln die vor Ort quasi. Was übrigens auch noch möglich ist, dass die entsprechende Forstbehörde für Ort das Ganze generell verbietet, aber nicht dafür deswegen jetzt extra irgendwelche Schilder im Wald und so weiter und so fort aufstellt.
im Zweifel würde ich auf jeden Fall sagen, da wo man ist, sollte man vorher fragen, ob man vielleicht doch nicht eventuell ein Feuerchen anmachen dürfte unter bestimmten Bedingungen. Möglich wäre, dass die diese Regelung haben, dass da noch so ein kleiner Rest der ursprünglich in Dänemark vorhandenen Jedermannsrecht-Regelung vielleicht nach Schleswig-Holstein hinübergeschwappt ist, historisch. Das gibt es ja in Dänemark inzwischen nicht mehr. Aber ja, vielleicht kommt das auch daher. Das ist jetzt nur so eine reine spekulative Annahme von mir. Fünftens, was hältst du von der These, dass die Bäume im Wald untereinander kommunizieren können, sollen? Wood Wide Web. Ein Video zu dem Thema wäre natürlich auch klasse. Das ist definitiv so. Das ist mittlerweile bewiesen, dass das stattfindet. Wie und in welchem Maß das stattfindet und inwieweit, mit welchem Zweck und unter welchen Bedingungen zum Beispiel auch Nährstoffe ausgetauscht werden unter den Individuen. Da weiß man noch nicht so viel drüber. Es gibt einzelne Untersuchungen. Und was das Thema angeht, muss ich mich schlau machen, weil das noch so neu ist, dass es in meinem Studium kaum erwähnt worden ist. Also das ist wirklich ganz, ganz, ganz frisch. Da habe ich schon, das ist schon zu lange her bei mir quasi. Ich muss mich da diesbezüglich echt noch mal ein bisschen schlau machen. Existieren auf jeden Fall, also das definitiv. Inwieweit das Wood Web auch wirklich den ganzen Wald umschließt, das weiß man auch nicht. Man hat schon große Entfernungen gefunden, wie das möglich war, dass da irgendwelche Stoffe transportiert worden sind. Ja, alles noch stark in der Forschung. Ich bin immer vorsichtig bei so Sachen, die gerade noch untersucht werden und wo man es nicht so genau weiß. Vorsichtig sein im Zweifel. Alles andere wäre dann auch richtig unprofessionell. Also wenn ich was sage, dann ist es schon, ich gebe mir große Mühe. Es klappt nicht immer hundertprozentig, aber doch in den allermeisten Fällen versuche ich wirklich groß darauf zu achten, dass ich nur gesichertes Wissen hier erzähle. Oder wenn es sich nicht um gesichertes Wissen handelt, dann sage ich dazu, das ist jetzt nur so eine Spinnerei von mir oder irgendwelche aktuellen Forschungsergebnisse, die noch nicht ganz klar stehen oder irgendwie sowas. Also ich versuche da wirklich immer drauf zu achten. Ich hoffe, es klappt in der Regel. So. Aus welchen Nadeln, Blättern, Rinden kann man sich einen schmackhaften Tee zubereiten? Kiefernwichte, Tanne, Douglasie kenne ich die meisten ja schon. Was hast du bisher ausprobiert? Ja, das war's im Wesentlichen auch. Also ich finde jetzt für Tee Tanne, Kiefer und Tanne, Fichte und Douglasie eigentlich interessant. Der Saki hat in dem einen Video, in dem er zusammen mit so einem jungen, angehenden Kollegen zusammenarbeitet, in Anführungszeichen, da hat der Saki, glaube ich, auch mal aus Brombeerranken klein geschnibbelt, sich einen Tee gekocht und das soll wohl auch ganz gut gewesen sein. Das habe ich auch mal ausprobiert. Mit meinen degenerierten Geschmacksnerven habe ich überhaupt nichts geschmeckt. Das war quasi heißes Wasser, in dem so ein leichtes Pflanzenaroma drin war. Ich konnte das jetzt nicht besonders als angenehm klassifizieren. Ja, ansonsten habe ich da gar nicht so viel rumprobiert. Ich finde Douglasien-Tee halt echt gut und ich suche mir den eigentlich meistens und dann bleibt es bei dem. Wann kommt der dritte Teil der Opinel-Trilogie? Irgendwann. Danke für die eventuellen Antworten. Meinen YouTube-Namen darfst du übrigens auch gerne nennen. Ja, mache ich sowieso bei euch allen. Ich bin da gnadenlos jetzt. Tom in the Woods. Ben, ich habe da mal eine Frage. Vorweg, wenn ich so durch den Wald streife, kreuze ich zwangsläufig immer mal wieder Bächlein und Rinnsale, die da mal mehr, mal weniger schnell dahin plätschern und auf denen man mal mehr, mal weniger Schlamm gebildet hat und am Geäst im Wasser verfangen bzw. angestaut hat. Frage, was ist das für Schaum? Woraus besteht er? Achso, es geht um Schaum, nicht um Schlamm. Entschuldigung, ich bin langsam ein bisschen... Hui. Mal gucken, wie lange man hier noch mitmacht. Wie kommt er zustande? Industrie ist meilenweit weg und Landwirtschaft mehrere hundert Meter weit weg. Der Schaum hat weiß-beige Farbe in verschiedenen Nuancen. Zum Geruch kann ich nichts haben. Ebenso nichts zur Konsistenz. Schmierigkeit oder so. Ja, ich habe das natürlich auch schon mal gesehen. Und ja, genau wie du es beschreibst, das gibt's auch bei Bächen mitten im Nirgendwo. Mögliche Gründe können sein. Und da gibt's noch viele, viele mehr und teilweise weiß man es auch nicht genau. Aber
am häufigsten bzw. einfachsten ist, gerade wenn sowas nach starken Regenfällen auftritt, dass irgendwelche erhöhten Nährstoffeinträge in den Bach stattgefunden haben und in diesem Bach jetzt erhöhte Umsetzungsprozesse von verschiedenen kleineren Organismengruppen stattfinden und dabei eben dieser Schaum produziert wird. Auch wenn ich nicht hundertprozentig genau sagen kann, aus was der besteht, aber da ist einfach eine erhöhte mikrobielle biotische Aktivität dann im Wasser wegen eben Einträgen, die da normalerweise nichts drin zu suchen haben, erhöht. Eutrophierung des Baches im Prinzip kurzzeitig durch höhere Nährstoffeinträge, als da üblicherweise drin ankommen. Das ist so der Standardgrund, ob das gleich für den ganz für den fiesen gelben Schaum ausreicht oder nur für den weißen, erstmal relativ harmlos aussehenden Schaum. Das weiß ich nicht. Dann kann es vorkommen, dass tatsächlich irgendwer irgendwas in den Wald gekippt hat. Das passiert ja immer mal wieder. Und zum Teil gibt es auch Leute, die sind sogar so dreist, dass sie das relativ weit in den Wald reinschleppen und dahin kippen. Das reicht aus, um lange Zeit so einen Bach so aussehen zu lassen. Je nachdem, was das ist, was dahin gekippt wurde. Es gibt auch noch Reste von irgendwelchen Munitionsdepots im Wald, von irgendwelchen Lageranstalten, irgendwelcher militärischen Geschichten, die es da früher mal gegeben hat. Das ist in Ostdeutschland übrigens häufiger als in Westdeutschland. Die DDR soll das angeblich häufiger gemacht haben. So irgendwelche Sachen im Wald angelegt, militärischer Art. Dass da dann nochmal irgendwelche Sachen noch im Boden stecken, die dann auch wieder bei höheren Regenfällen ausgewaschen werden können, ist auch nochmal so ein möglicher Grund. Ja, und viel mehr kenne ich da jetzt nicht. Aber Wasserfragen, ich habe mich immer nur so ein bisschen für das interessiert, bis zur Wasseroberfläche. Sobald es dann rein oder noch weiter rein, also in den Boden unterm Wasser quasi reingeht, da kenne ich mich dann nicht mehr aus. Also da weiß ich nicht mehr als jeder andere, der hin und wieder mal eine Naturdoku guckt oder sowas. Also das gleiche gilt für Ozeane und so ein Zeug. Da habe ich auch schon mal Into the Blue, da gab es da mal nicht eine Dokumentation, die so hieß, ich weiß es nicht. Aber da habe ich auch, ich kann auch einen Buckelwal und einen Pottwal unterscheiden und einen Orca-Wal und solche Sachen, aber viel besonderes Fachwissen habe ich da jetzt nicht. So, ja, also mehr kann ich dazu wirklich nicht sagen. Das ist auch immer ganz schwierig und eben man müsste sich dann im Einzelfall angucken und da wäre der Hydrologe für zuständig. Comedy 1. In welche Punkt Wäldern bist du denn so anzutreffen? Und noch was, ich würde gern Biologie studieren. Kannst du erklären, wie du es gemacht hast? Ja, ich bin so üblicherweise anzutreffen, da wo ich mich gerade beruflich aufhalte. Geheim. Und wo ich hier hocke, also wenn ich jetzt zum Beispiel so Videos drehe, hocke ich meistens, also in Ausnahmesituationen hocke ich hinter Freising im Wald, in Bayern. Meistens hocke ich hinter meinem Dorf im Wald, also Schwarzwald, Nordschwarzwald, Nähe von Baden-Baden, sage ich immer. Das ist nämlich tatsächlich relativ korrekt, diese Angabe, so irgendwie in den Wäldern um Baden-Baden treibe ich mich fast immer rum. Das ist so mein bevorzugtes Freizeitwaldrevier. Du willst Biologie studieren. Ja, kann ich dir jetzt nicht exakt zu Biologie jetzt allzu viel sagen. Ich habe ja Forstwissenschaften. Dazu vielleicht mal, wer ich bin und was ich so vorhab, angucken. Da spreche ich auch so ein bisschen über mein Studium. Ich denke, das ist dann, glaube ich, noch am ehesten das Video, was interessant sein könnte. Und dann hatte ich noch mal ein Wie wird man Förster Video. Das ist auch noch mal so ein bisschen, wie das Studium so aufgebaut ist und wo man da was studieren muss. Also allgemein so zum Studium wäre das vielleicht die Videos, die dich dann interessieren könnten. Biologie hatte ich mal überlegt nach dem Abi, dass ich das ursprünglich studieren wollte. Also quasi in die Familientradition direkt eintreten und genau das Gleiche machen wie mein Vater und mein Großvater. Aber das hat dann am Numerus Clausus gehakt. Bio hat er ja, glaube ich, schon in vielen Fällen mindestens 1,6 damals. Also damals. Es gab auch sogar Unis, die hatten 1,2 bei Biologie. Alles, was auch nur ansatzweise in Richtung Medizin geht, will anscheinend jeder Depp. Was ja schwierig ist, ich finde das wirklich ganz kritisch, weil jemand, der ein gutes Abi hat, mag ja wahnsinnig schlau sein, aber ob dieser jemand dann dafür taugt, ein guter Arzt zu sein, ist eine ganz, 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 ganz andere Frage. Mag es auch geben, aber...
Weiß nicht. Hm. So, Patschenkilo hätte gern. Hi Ben, welche Aufgabe haben Harzgallen? Das ist quasi, da gibt es zwei Varianten. Es gibt die Harzgalle, die außen an der Rinde dranhängt. Das habe ich euch gerade neulich mal gezeigt gehabt. Ich glaube, bei meinem Waldspaziergang an der Douglasie hat es die häufig, die man relativ einfach eindrücken kann. Und dann läuft da so ein recht dünnflüssiges Harz raus. Die sind als Harzdepot gedacht, für den Wundschnellverschluss sozusagen. Wenn da was ist, ist das Harz quasi schon in der Nähe und muss dann nur noch dahin fließen und kann dann da entsprechend eine Wunde verschließen. Also so vermutet man zumindest. Andere Erklärung habe ich dazu noch nirgendwo irgendwie gesehen, was das noch für Gründe haben könnte. Und es gibt bei manchen Nadelbäumen, zählt Harzgalle als Holzfehler. Das ist dann ein Harzeinschluss im Holz. Das ist schon quasi ein Hohlraum, der nur noch mit Harz gefüllt ist. Kommt oft bei der Fichte zum Beispiel vor. Und hat dann die gleiche Funktion, dass das quasi ein Harzdepot ist an Ort und Stelle. Damit, wenn eine Verwundung eintritt oder Harz gebraucht wird oder der Borkenkäfer kommt, Harz sofort verfügbar ist und nicht erst gebildet werden muss. Also quasi so die schnelle Eingreiftruppe, der Notvorrat. Das ist sozusagen ein Prepper, eine Prepper-Eigenschaft, wenn man so möchte. Was wissen noch wissen? Wie oder warum entstehen Buchenperlen? Scheiße. Machen wir schnell weiter. Nee, habe ich noch nie gehört. Weiß ich nicht. Keine Ahnung, müsste ich jetzt googeln. Jim Kenatti Outdoor. Welches Messer hast du auf deinen Touren dabei, falls du eins mit hast? Falls. Also, ja. Also, das ist ja schon fast eine Beleidigung. Na toll, Handschuhe. Tada! Opinel Nummer 12, fast immer. Hin und wieder auch mal dieses Bundeswehrtaschenmesser, was ich euch dann neulich mal gezeigt habe. Bei längeren Touren, je nach Land, in dem ich unterwegs bin, zum Beispiel in Schottland, habe ich ein Opinel Nummer 7, weil das gerade noch so legal ist. Die sind ja rigoros mit Messern. Was Größeres darfst du da nicht mitführen. Und noch ein zusätzliches Schweizer Taschenmesser, einfach weil ich gerade zwei Messer dabei habe. Man weiß nie. Und ansonsten, ich habe nie großartig das Bedürfnis gehabt, mir jetzt so ein großes, teures Allround-Ultimativmesser mit Hochleistungsstahl zuzulegen. Sehe ich die Veranlassung nicht ganz, da mögen vielleicht viele andere Leute anderer Meinung sein, aber das Gute ist, jetzt labere ich schon so lange, dass hier garantiert niemand mehr zuguckt, der meinen Kanal nicht irgendwie mag. Jetzt kann ich sagen, was ich möchte. jetzt fällt mir nichts ein. Oh, ich muss mal den Akku mal wieder wechseln. Ich hoffe, mit dem kommen wir dann hin. Gut, dass ich genug davon dabei habe. Ich sehe gerade den neuen Akku, den ich da jetzt reingepackt habe, der ist gar nicht ganz voll. Naja, gucken wir mal, wie wir hinkommen. Ich glaube, einen habe ich noch, oder? Ja, irgendwo, theoretisch. Irgendwie schaffen wir das jetzt schon noch. Gut, das war die Messerfrage. Dann André Brückner, und jetzt habe ich einen Knopf gedrückt, den ich nicht drücken wollte. Scheiße. Technische Schwierigkeiten. Muss ich nochmal einen Schnitt machen, sorry. Ich sehe gerade, während ich jetzt hier mein technisches Problem gelöst habe, gibt es einen neuen Kommentar. Dann kann ich den auch gerade genauso gut noch schnell mit einbauen. Da will der Felix Bauer gerne wissen, hast du dir schon mal Gedanken gemacht, wie sinnvoll es ist, die Cambium-Schicht als Notnahrung zu essen? Jupp, habe ich auch mal irgendwo mal erwähnt. Nicht sehr, aber besser als nichts im Winter. Der entscheidende Faktor ist, ob man es schafft, das wirklich super locker, leicht und ohne hohen eigenen Energieverbrauch das Cambium abzustellen und dann zu essen, dann könnte man da netto ein bisschen mehr Kraft draus ziehen, als man dafür braucht. Wenn einem das nicht gelingt und man das infolgedessen vorher nicht viel geübt hat, weil dann wird man es wohl kaum gut hinbekommen, wenn man es nicht vorher viel geübt hat, dann wird es einem auch nicht viel helfen. Das Cambium enthält nur ganz wenig verwertbare Nährstoffe. Ist also so eine ganz schwierige Situation, ob man das dann machen sollte oder nicht. Hängt davon ab, ob man weiß, dass man den ganzen Winter noch in der Natur hockt und irgendwas zu fressen braucht, oder ob man weiß, dass man in ein paar Tagen ohnehin von mir aus gerettet wird oder so. Das sind, glaube ich, so Sachen, die da eine Rolle spielen. Und jetzt muss ich meine technischen Komplikationen hier nochmal lösen und nochmal scrollen. Scroll, scroll, scroll. Ja, magst du Motorräder, ist da wieder die Frage.
Nochmal scroll, scroll, scroll. Sorry, ich will wirklich so wenig Schnitte wie möglich machen, auch wenn es weh tut. Meine Adresse. Ja, der André Brückner schreibt, deine Adresse hast du schon mal im Netz verpetzt, inklusive Jugendfoto. Das Netz vergisst nichts. Und der Gulli-Oil meint, oh ja. Ja, das ist blöd. Aber nicht zu ändern. Man war ja noch jung und naiv. Warum ist die Banane krumm? Ja, lustig. Panther 123. Warum ist die Birkenrinde als einzige weiß und alle anderen eher bräunlich? Ja, Bäume mit eher weißlicher Rinde, vermutet man, dass das ein Lichtschutz ist, dass die dann nicht so schnell Sonnenbrand kriegen, weil die Birke steht ja in sehr lichten Verbänden, braucht auch viel Licht zum Wachsen und ist oft auch eben in höheren Breitengraden anzutreffen, sprich da, wo die UV-Strahlung sehr, sehr, sehr intensiv ist. Und das ist eben die Vermutung, dass das eine Anpassung gegen enorm hohe UV-Strahlung einfach ist. Die Rinde verhindert so, dass sie einen Sonnenbrand kriegt, indem sie höhere Reflexionsvermögen durch weiße Oberfläche hat. Oh, und was wäre der Eugen Int 64 schreibt drunter, und was wäre statt Birke die zweitbeste Baumwall für leicht entzündliche Rinde? Ich kenne keine. Also ich kenne außer Birke wirklich keine Rinde, die in irgendeiner Form gut brennt. Mein Reiseblock. Was mich an Menschen sehr oft interessiert, was ist dein liebstes Reiseland und was möchtest du unbedingt auf der Welt noch sehen bzw. bereisen? Alle Gemeinsamkeiten bezüglich der Frage und meines YouTube-Namens sind zufällig und aus der Luft gegriffen. mein liebstes Reiseland, ich mag Norwegen enorm gerne. Norwegen ist einfach toll. Ich war da zwar schon oft, und ich will da aber immer noch mehr hin und das hat mich einfach infiziert. Einfach wunderschöne Landschaft. Unglaublich schön und vor allen Dingen ganz natürlich und ohne, dass man sich irgendwelche umweltschutztechnischen Gedanken oder historische Versäumnisse angucken muss, gibt es da Flächen ohne Wald. Und im Urlaub bin ich gerne mal nicht im Wald. Also ganz ehrlich, irgendwann hast du mal die Schnauze voll, selbst von so einem schönen Ökosystem wie dem Wald. Aber wo ich auch noch unbedingt hin will, sind die Anden, ohne jetzt ein bestimmtes Land nennen zu wollen, also südamerikanische Rocky Mountains quasi, die nordamerikanischen Rocky Mountains, Alaska, Kanada, Grönland, Island und den Himalaya habe ich ja schon erwähnt. Das wäre so das nächste, wenn ich mal ein Fernreiseziel ansteuern will, dann ist das nächste wahrscheinlich doch eben erstmal der Himalaya. Ich wollte auch früher, als ich noch jung war, immer nach Japan, weil ich diese, das hat so samurai-technische Gründe und ähnliches. Ich finde diese Kriegerkultur, die sie da hatten, beziehungsweise die zum Teil vielleicht auch noch irgendwo ein bisschen spürbar ist, fand ich immer unglaublich faszinierend. Das wäre also wirklich was ich mir unabhängig von der Natur angucken wollte. Primär unabhängig von der Natur. Wenn ich schon da wäre, würde ich mir natürlich auch die Natur angucken wollen. Nach Machu Picchu will ich unbedingt mal. Sonst noch irgendwelche wichtigen Dinge. Afrika reizt mich jetzt zum Beispiel nicht so. Also da muss ich nicht unbedingt hin. Wenn ich dann eine Reise hin gewinne oder irgendwelche Späße, dann schon. Ich will auch nicht unbedingt nach China. Da gibt es Dinge, die möchte ich gar nicht sehen. Das macht mich nur depressiv. Und Sibirien auf jeden Fall. Auf jeden Fall Sibirien. Und der eine, ja hier, da hatten wir es gerade neulich von, falls du gerade zuguckst. Tschernobyl wäre auch mal wahnsinnig interessant, aus naturkundlichen Gründen die Wälder um Pripyat mal ein bisschen genauer angucken. Das ist unglaublich interessant, was sich da nach dieser ganzen Verstrahlung jetzt in der Natur abspielt. Da gibt es auch wahnsinnig spannende Dokus auf YouTube zu, könnte man ein bisschen rumgoogeln. Das finde ich unglaublich faszinierend, das will ich auch wahnsinnig gern mal sehen. Und das ist ja nicht so lange, so weit weg, da könnte man also durchaus demnächst möglicherweise mal vorbeischauen und dann möglicherweise... auch mit Kamera. Ich sehe gerade, ich habe hier auf was drauf gedrückt, wo ich nicht drauf drücken wollte. Ist mit Handschuhen nicht so einfach. Ja, ich denke so, das sind die Wesentlichen. Neuseeland ist immer so eine Sache. Klar, die Insel ist faszinierend, das ist der einzige Flecken auf der Welt, der alle Klimazonen auf einer oder beziehungsweise zwei Inseln verbindet. Das sollte man sich vielleicht auch mal angucken.
bin noch ein bisschen unschlüssig, ob ich da unbedingt hin muss. Sicherlich wäre es toll, aber erstmal das andere Zeug abarbeiten. ja, aber auf jeden Fall, also quasi nach Himalaya und eben diesem Abstecher nach Pripyat bzw. Tschernobyl, wahrscheinlich nochmal Skandinavien. Skandinavien eh immer wieder zwischendurch. Skandinavien, das macht süchtig. Oder Schottland. Schottland und Skandinavien sind ungefähr gleichrangig bei mir. Ja, sowas. Lukas Paschke. Hey Benjamin, kannst du mal ein bisschen über deine Skandinavien-Touren erzählen? Ich war auch schon auf der Insel Senja, Småland, Skane unterwegs und fand das ziemlich super, Skåne. Ich tue mich immer schwer mit diesem A, mit diesem Öchen drüber. Ich bin mit der Aussprache da gar nicht gut, auch wenn ich da schon so oft war. Fand das ziemlich super. Im Sommer wollte ich mich nochmal in die südlichen Gefilde von Norwegen bewegen. Diesmal mit Auto, also sehr mobil. Vielleicht hast du ja ein paar Geheimtipps, die ich da auf keinen Fall verpassen darf. Ja! Wenn du in ganz, ganz Süd-Süd-Norwegen bist, das ist zwar touristisch etwas überlaufen, aber finde ich historisch extrem interessant, das Südkap, der südlichste Punkt Norwegens, das ist eine alte Militäranlage auf so einem Felsen aus dem Zweiten Weltkrieg. Ich war noch relativ jung, vielleicht fand ich es deshalb faszinierender, als es für einen Erwachsenen sein könnte, aber ich fand das unglaublich spannend. Also diese Festung quasi am Meer gelegen und dann darunter gucken und diese ganzen Tunnel, die sie da in den Fels gegraben hatten und alles, das fand ich richtig spannend. Also kulturhistorisch, nicht so sehr naturkundlich. Ansonsten Norwegen, ja, die klassischen Ecken zum Wandern sind auch die schönsten. Also die drei Teile, die ich wirklich bombastisch fand, sind Hardangervidda, diese schöne Hochebene da, gar nicht so weit weg von Oslo. Also vergleichsweise nicht so weit weg, das Land ist groß. Jotunheim, das Heim der Riesen, die höchsten Gipfel Skandinaviens. Da hatte ich mal eine krasse Solo-Tour. 10 Tage war ich da wirklich völlig alleine unterwegs. Das war mitunter ein bisschen spannend, vorsichtig ausgedrückt. Weil wenn du da irgendwo runterfällst, ja, das war's. Handyempfang gibt's nicht, kannst vergessen. Jetzt fällt es mir nicht ein. Dovrefjell. Das Dovrefjell ist so einer der einzige Ort, wo du in Europa wilde Moschusochsen finden kannst. Meines Wissens zumindest der einzige Ort. Vielleicht gibt es die auch noch irgendwo anders. Aber im Dovrefjell gibt es die auf jeden Fall Moschusochsen, eines der coolsten Tiere überhaupt. Stehen im Schneesturm rum und machen so. Und das war's. Und das interessiert sie kein Stück. Also die Viecher finde ich extrem cool. Und wenn sie mal nicht so cool sind, dann rennen sie gegenseitig. Bam! Wiesen hier. Extrem cool. Ja, ich werde langsam unseriös. ja, meine Skandinavien-Touren. Ich habe mit 15 angefangen, war das erste. Ich bilde mir immer ein, ich wäre da 15 gewesen. Irgendwer meinte, ich wäre 14 gewesen. Hat meine Mutter neulich diskutiert, mit meiner Mutter neulich diskutiert, ob ich 16 oder 15 oder 14 gewesen bin. Die wusste es auch nicht mehr, also einigen wir uns jetzt auf 15. Das war mit NAJU, das ist die Jugendorganisation vom NABU und die haben ja so sogenannte Wildlife-Touren organisiert. Ich bilde mir ein, das machen sie immer noch, dass es das noch gibt und da war ich halt mit. Ich war damals noch kein großer teamfähiger Mensch und hatte so ein bisschen meine Schwierigkeiten dadurch, dass das halt eine Gruppentour gewesen ist. Aber die Natur war großartig und das hat mich auf jeden Fall infiziert. Und habe das Ganze dann noch ein paar Mal gemacht. Also so ähnliche Touren, nicht immer mit der NAJU. Ich will das jetzt auch nicht zu sehr spoilern, welche Vereine das jeweils gewesen sind. War eigentlich immer cool. Habe einmal so eine Tour auch geleitet. Und ja, viel gelernt dabei. Lustig war es. Und seitdem eigentlich nur noch alleine unterwegs. Und ganz viel Schottland, ganz viel Skandinavien. Ich glaube, ich war insgesamt auf 8 so längeren Trekkingtouren. 8? Kommt hin. Ja, so ungefähr. Wird dringend mal wieder Zeit für eine. Und ja, was kann man da noch? Also das könnte ich separat mal irgendwann mal genau erzählen, wo ich da jeweils im Einzelnen war und wie das gewesen ist und was es da für tolle, berichtenswerte Dinge gibt. Ja, irgendwann mal. In Schottland, in West Highland Way, den habe ich jeweils mit einer anderen Frau gegangen. Immer gab es da irgendeine Frau, das ist so mein Frauweg. Wenn sich eine neue Frau im Leben auftut, muss man mit der den West Highland Way laufen. Oder eine, nicht neue, aber alte Frau, wer auch immer. Also, ne, das ist so mein Frauenweg. ja.
Ach Gott, bevor das jetzt jemand falsch versteht. Da gibt es ja Videos zu meinem West Highland Way. Das ist eine meiner zwei allerbesten Freundinnen, die da mit mir unterwegs ist. Also das darf ich, glaube ich, auch so jetzt mal sagen. Das wird sie mir nicht übel nehmen. Und da ihr Name sowieso im Video auftaucht. Hallo Vivi. Das guckst du dir nicht an, aber hallo Vivi.